Also ringfrei zum Gegenreferat oder zu Diskussionsbeiträgen. Ja, bitte. Folgende Anmerkung. Alles, was Sie gesagt haben, okay, aus Ihrer Sicht, ganz klar, die Rechnung kann man anstellen. Nur eines dabei aus jetzt meinem Verständnis. Wasser müssen Sie hochpumpen. Es muss irgendwo oben sein, und dass es durch Herunterfallen irgendwas antreibt, was wieder Strom erzeugt. Wind entsteht nur durch Temperatur- oder Druckgefälle. Diese müssen durch irgendwas hergestellt werden. Was haben wir noch? Biomasse wächst natürlich, aber nur, indem sie Energie verbraucht. Das heißt, wir haben keine erneuerbaren Energien. Wir haben erneuerbare Energieträger, die Energie zu ihrer Bildung benötigen. Der Punkt ist der, dass die Energie von den drei Dingen, die ich gesprochen habe, uns im Moment insofern nichts angeht, weil wir sie gar nicht bezahlen müssen. Sie kommt nämlich für Wind, Wasser und Bio. Ja. Vom der größten Dreckschleuder eines Kraftwerks, den wir kennen, nämlich von der Sonne. Und die ist keine erneuerbare Energie, in gar keinem Fall, weil die Sonne baut sich ab, es dauert noch ein Weilchen, aber die verbraucht sich durch Wasserumsetzung von Wasserstoff in Helium. Also Geothermie, ja. Sonne, wenn ich das einflechten darf. Nicht regenerieren als Wärmeträger. Ja, Geothermie ist nicht regenerativ im Grunde, aber bei 8000 Jahren Reichweite. Diese Diskussion ganz allgemein anlaste. Wir sprechen mit erneuerbarer Energie von einer Sache, die es im Grunde genommen gar nicht gibt. Die Physik kennt keine erneuerbare Energie. Sie kennt auch keine Energievernichtung. Das hat schon vor 150 Jahren der Herr Mayer in einem Freund gesagt. Gut aufpassen. Und ist festgelegt im ersten Hauptsatz. Erster Hauptsatz. Dynamik, ja. Das heißt Schwäbisch und so nichts kommt nichts. Ja. Ja. Also völlig einverstanden. Aber mir reichen jetzt die 4 Milliarden Jahre Lebenserwartung der Sonne. Die reichen mir. Um die Energie, die sie bis dahin strahlt, zu nutzen und auch die 8000 Jahre in Erinnerung. Weil so, was man bisher an Prognosen feststellen konnte oder sich vorstellen konnte physikalisch, was geophysikalisch, was jetzt an Folgeerscheinungen auftreten könnte, wenn die Wärme im Erdinnern nicht mehr da ist, wahrscheinlich hat so gut wie keine Auswirkungen. Auch da müssen wir sehen, Sie sagen richtig, der Globus besteht seit so und so viel. Auf dem Globus ist seit etwa 1 Milliarde Jahre organisches Leben. In dieser Milliarde Jahre hat sich dieser Globus gewaltig schon verändert. Da fanden Bewegungen statt, die sind heute gar nicht vorstellbar. Mitgemacht hat immer die Biologie. Das heißt, Pflanzen- und Tierwelt haben sich den Verhältnissen jeweils angepasst. Dadurch entstand oder entwickelte sich die Evolution. Und wo hat sie hingeführt? Die Evolution ist jetzt bei einem Lebewesen, das vor etwa 8000 Jahren angefangen hat, sich einem Gottesurteil zu unterwerfen, wenn man so will, macht ihr die Erde untertan. Ja. Nach dem Motto leben noch viel zu viele Leute. Bisher hat die Lebewelt reagiert auf die Umweltveränderungen. Und jetzt glauben wir, wir könnten die Umwelt laufend so verändern, wie es uns am angenehmsten ist. Das hat man auf jeden Fall seither getan, dass wir so nicht mehr weitermachen können und andere Energieträger besser ausnutzen müssen, beziehungsweise erzeugte Energie mehr sparen durch technische Maßnahmen, steht außer Zweifel. Ja, lassen Sie mich vielleicht bloß einen Gesichtspunkt aufgreifen, den Sie eingangs erwähnt haben. Das Wasser, das in einem Pumpspeicherwerk dann irgendwann Strom erzeugt, muss erst mal hochgepumpt werden. Ich war mit meiner Frau über den Jahreswechsel auf dem südwestlichsten Zipfel Europas, auf der Kanareninsel El Hierro. Diese Insel
Biosphärenreservat und wird in diesem Jahr 100%ig energieautark werden. Für 11.000 Menschen und ungefähr durchschnittlich 1.500 Touristen, also 12.500 Menschen, müssen mehr Wasser entsalzen, weil es viel zu wenig regnet hat, um Landwirtschaft zu betreiben. Mehr Wasserentsalzung braucht wahnsinnig viel Energie. Und die decken ihren Bedarf aus dem Überschuss, jetzt nur für das Hochpumpen, aus dem Überschuss von 5 Windrädern der Größe des Ingersheimer Windrades, also Enercon E70 Maschinen sind es, 70 Meter Flügeldurchmesser. Und auf dem Hintergrund, dass eben an der Ecke der Welt konstant Windverhältnisse sind, wie ja, deutlich besser noch als bei uns an der Nordseeküste. Und diese 5 Windräder werden so viel Überschuss produzieren, dass man damit 500.000 Kubikmeter Wasser in den oberen Seen, ca. 700 Metern Höhe, über Meereshöhe, wunderschön gemacht landschaftlich, nämlich in einen erloschenen Vulkankrater hineingebaut, nicht mit Beton, sondern nur mit Lavaschlacke und belegt mit einer PVC-Folie. Ganz ausgezeichnet gemacht, auch unter dem Gesichtspunkt Landschaftsschutz und so weiter, weil die Insel ja Biosphärenreservat ist. Und damit werden die 100%ig ihren Strombedarf decken, einschließlich der Wasserproduktion und wie gesagt das Wasser hochpumpen, nur mit den Überschüssen, die sie nicht unmittelbar für den Strombedarf benötigen. Und so gibt es die Wissenschaftler, die das Projekt entwickelt haben, sagen, es gibt in der Welt ungefähr 50 Millionen Menschen, die unter vergleichbaren Bedingungen leben. Das wäre doch ein Segen, wenn diese Technologie nun auf vor allem Inseln, die in der Vergangenheit war so, jede Woche kam ein Tankschiff mit Öl, um völlig ineffektive Dieselgeneratoren mit extremen Kosten zu bedienen, um die mit Heizöl zu füttern. Vielleicht zwei Anmerkungen. Das meiste Wasser pumpt die Sonne hoch. Richtig, ja, in die Wolken. Die Sonne scheint, ob wir es wollen oder nicht, die scheint. Das ist die Frage, nützt man die Energie, die die Sonne in die Atmosphäre reinbringt oder nicht? Ja, klar, natürlich. Energieerhaltungssatz habe ich kein Problem, da folge ich Ihnen völlig. Ja. Bernd, du hast dich gemeldet. Du hast schon gesagt, diese ganze Einsparung kann ohne Komfortverlust erzielt werden. Aber jetzt sehe ich, dass zum Beispiel beim Verkehrsaufkommen ja ein deutlicher Zuwachs prognostiziert wird im Flugverkehr, im Autoverkehr etc. Und die bisherigen Effizienzgewinne, die es ja schon gab, eigentlich dadurch aufgezehrt werden, dass wir eben mehr an Energie verbrauchen, dann habe ich das schon so meine leisen Zweifel, dass das ohne einen Wertewandel, ohne einen Kulturwandel funktionieren kann. Also ohne, dass wir sagen, okay, das muss nicht immer die Reise in die Südsee sein, sondern man kann auch irgendwo im näheren Umkreis Urlaub machen oder man kann Dinge mit Fahrrädern zurücklegen etc. etc. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich glaube, dass es ohne diesen angeblichen Komfortverlust nicht geht, wobei man immer fragen muss, ob es überhaupt ein Komfortverlust ist, wenn man auf manche Dinge verzichtet. Das ist genau die Frage und das habe ich eigentlich impliziert, wenn ich sowas sage. Ich habe natürlich keine Ferrari-Kriterien zugrunde gelegt. Also ich gehe davon aus, dass man bei einer Familie, die im Durchschnitt 2,5 Personen umfasst, dass man da in Zukunft mit einem Auto auskommt. Mit 2,5 Fahrrädern sollte man natürlich auch noch, die sollte man auch noch dazu haben. Vielleicht auch ein Pedelec dabei und vielleicht in ein paar Jahren auch ein Elektroauto. Das ist aber ein ganz anderes Thema, das Thema Mobilität, ob wir in der Mobilität, egal wo die Energie für diese Mobilität herkommt, so weitermachen können wie jetzt. Mit dem Infarkt, den wir selbst in jedem Dorf erleben oder wenn bloß das Wetter wieder normal ist, wie es heute normal gewesen ist. Und das Resultat ist, dass sowohl die Autobahn als auch die B27 nach Norden gesperrt werden mussten, weil gleich heute früh 2 LKWs da oben quer standen am sogenannten Atombuckel. Und auf der Autobahn auch Unfälle waren zuhauf. Also natürlich gebe ich dir völlig recht, dass ein Wertewandel muss stattfinden in jeder Hinsicht. Aber jetzt gemessen an dem bescheidenen Komfort, den wir daheim haben, wir produzieren mittlerweile, wenn ich alle Beteiligungen nehme und das, was wir mit dem Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk im Keller machen, wir produzieren Wärme doppelt so viel, wie wir selber brauchen. Der Nachbar profitiert davon.
Und Strom produzieren wir, wenn ich es im richtigen Kopf habe, mit allen Beteiligungen an Solaranlagen, an Windkraftanlagen, unterheim natürlich auch, das Zwölffache dessen, was wir verbrauchen. Ja, aber das ist mit einem alten Haus, mit einem einfachen Haus und mit einem einfachen Komfort, den wir leben, ohne weiteres machbar. Das will ich damit nur sagen. Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann sage ich zwischendurch, ja. Ist nicht zu befürchten, dass gerade diese großen Stromkonzerne versuchen zu verhindern, dass solche Speicherkapazitäten in größerem Umfang aufgebaut werden, weil das ja ihre ihre Kohlekraftwerke unnötig macht oder vielleicht nochmal ein Atomkraftwerk abgeschaltet werden kann? Also das wird spannend in den nächsten 10 Jahren, schätze ich. Also im Moment ist die Situation so, dass die einzigen großen Energieversorger vor unserer Haustür, nämlich die EnBW, höchst interessiert ist an Speichern. Aber das waren sie schon vor der Energiewende. Und zwar einfach aus dem Grund, weil das GKN und Philipsburg, das sind Grundlastkraftwerke, die laufen durch. Und mittlerweile sind Nachtspeicherheizungen verboten, von der Bundesebene her. Und damit setzen sie eben nachts, können sie ihre Atomkraftwerke nicht mehr durchlaufen lassen. Und deshalb wollen die seit Jahren dringend Pumpspeicherkraftwerke. Das ist der Grund, weshalb die EnBW und die RWE zusammen, die machen das als Gemeinschaftsprojekt, wie narrisch dahinterher sind, dass im Südschwarzwald das Projekt Attorf realisiert wird, wo dann wieder ein paar tausend Hektar Wald fallen müssen, um den Strom nur um ein paar Stunden verlängern zu können. Also es ist ein Speichervermögen, das ist nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel. Aber die sind da höchst interessiert dran, damit sie nicht so oft Strom in die Schweiz verkaufen müssen, zu den Pumpspeicherern da in den Alpen, die nur darauf warten, bis der Strom im Überschuss da ist, sondern dass sie das selber puffern können. Das hat aber mit Energiewendeabsichten überhaupt nichts zu tun. Die haben jetzt die BNBW, betreibt momentan 5 Standorte in Baden-Württemberg, sind 4 im Schwarzwald, einer auf der Schwäbischen Alb, wo sie Pumpspeicherwerke bauen wollen. Und in allen Fällen ist das natürlich verbunden mit einer Umwandlung der Biosphäre, wo man sich wirklich fragen muss, ob der Effekt, der Nutzeffekt in einem Verhältnis zum negativen Effekt steht. Ich bin der Meinung, nein, wir brauchen ganz andere Speichertechnologien. Wir brauchen dieses Power-to-Gas, heißt es, in Stuttgart entwickelt vom Zentrum für Solarenergie und Wasserstoffforschung. Die haben einfach festgestellt, der größte Speicher, der in Deutschland schon existiert, ist der Erdgasspeicher. In diesen Erdgasspeicher wird auch heute schon sehr viel Biogas eingespeist und immer mehr, das auf Erdgasqualität angehoben wird. Anlage hier in der Nähe in Oberrixingen ist die erste, wo die Stadtwerke Bietigheim in Kooperation mit 7 Bauern, die die Anlage betreiben, und Bietigheim hat diese Aufbereitungsanlage gemacht. Dann wird das Gas an der Anlage in eine Erdgasleitung, die dort vorbeigeht, eingespeist und die Stadtwerke Bietigheim nehmen es in Buch wieder raus und füttern mit diesem Biogas ihre Nahwärmeleitungen, die sie dort haben, über Blockheizkraftwerke. Das wird die Technologie der Zukunft sein, wo man wirklich bis zu einem halben Jahr den Strombedarf ganz Deutschlands speichern könnte in dem vorhandenen Netz mit den Kavernen. Und zwar indem man Überschüsse aus Wind und Sonne elektrolytisch in Wasserstoff umwandelt. Den Wasserstoff bis zu einem Gehalt von ungefähr 10% kann man den direkt als Wasserstoff, als H2 ins Netz einspeisen. Darüber wahrscheinlich nicht, aus verschiedenen Gründen. Dann wird es umgewandelt zu Methan, das im Grunde die gleiche Qualität hat wie das Erdgas. Mit Kohlendioxid, oder? Mit Kohlendioxid, genau. Den man entweder aus der Atmosphäre oder wahrscheinlich vorübergehend, solange es noch Kohlekraftwerke dort ans Rauchgas herangeht, das natürlich ganz erheblich höhere CO2-Konzentrationen hat als die Atmosphäre. Und bei Biogasanlagen wird man natürlich auch an das Rohr hingehen, wo es CO2 entlassen wird. Das sind Verfahren, Umwandlung von Kohlenstoff in Methan, die hat man in den 30er Jahren, ja. Hat man künstliches Benzin gemacht, ja. Nämlich auf diese Weise Kohle. Fischer-Tropsch.
Ja. Wenn man die Strombasis bei der Island, was Pumpspeicher betrifft, also ich denke mal, rein von Wirkungsgrad her, finden Sie schon sinnvoll, weil die den höchsten Wirkungsgrad haben, die irgendwo bei 90% ungefähr liegt. Wenn man Pumpenergie oder Pumpwirkungsgrad und Verbindungswirkungsgrad in die Ecke setzt. Das Problem ist, dass so wie die zurzeit dimensionierte oder gestrickte oder die halt bedachte, die sind eigentlich auch schon wieder viel zu schwerfällig. Also ich war mal in Mondavon im Kopswerk drin, das ist einer der größten Erzeuger, die aber auch NBW drin steckt. Das ist ja 250 Megawatt Anlage, jetzt gibt es sogar ein zweites, die noch größer ist. Die braucht, um ans Netz zu kommen, ca. 3 Minuten, um also sauber geregelt am Netz zu stehen und entsprechend halt auch eingreifen zu gehen, um das Netz zu stabilisieren oder dann mal den Strom zu liefern. Das Glemsberg braucht etwas weniger, der 90 Minuten. Glemsberg ist auch bei Netzingen, ist auch ein Pumpspeicherkraftwerk, einfach immer, ja, 90 Sekunden. Die braucht ungefähr, ja, reichte Minute, weil die einfach eine kleinere Masse sind. Und ich denke mal, das, was jetzt in Geilburg angedacht wird, dass man einen Windpark kombiniert mit einem Pumpspeicherkraftwerk auf kleinem Sektor, vor Ort dezentral, das ist auch von der Umsetzung her wesentlich effektiver. Schneller, man kann es auch wesentlich ohne große Flächenverbrauch auch irgendwo realisieren. Wenn man entsprechende Fallhöhe hat, das mehr Rückstand oder sowas zu tun, zu machen, im Kleinen. Das Tragische ist nur, dass der Speicherstrom, das heißt, da vergütet wird meistens, dass es gar nicht mehr ausreicht. Deswegen ist zum Beispiel das Adorf eigentlich auf der Kippe. Das ist momentan für die Konzerne zu unterschätzen. Weil der Solarstrom leider Gott sei Dank einfach den Preis runterdrückt hat, immens. Die haben teilweise bis 3,70 Euro bekommen für KWH. Ja. Das liegt irgendwo bei 50, 60 Cent. Das berechnet sich für die einfach gar nicht. Aber deswegen war der Einwand von der Dame dahinter schon ganz richtig, dass das, also brauchen wir eigentlich diese großen Stromkonzerne, oder die behindern ja eigentlich das, was wir eigentlich haben wollen, oder? Aber ich meine, das ist klar, ich meine, es geht ihnen eigentlich ab, wenn die Leute sowas machen, dezentral, und wir versuchen, gleiche Anlagen zu machen, läuft es ja denen total quer, ne? Also, das doch eigentlich, versuchen sie ja wahrscheinlich zu hintertreiben, zu unterbinden, oder versuchen es halt. Da funkt es bei mir gerade im Kopf. 6% von diesen 25%, die wir heute mit erneuerbaren Strom in Deutschland machen, nur 6% davon, nicht 6% Punkte, sondern in der Summe der Erzeugungskapazität, sind von den 4 großen Energieriesen. Und weit über 50% sind von Landwirten und Privatleuten. Nicht umsonst boomt momentan die Gesellschaftsform Genossenschaft, sind fast nur noch Energiegenossenschaften, die momentan das Genossenschaftswesen enorm beflügeln. Also die ganzen Landesgenossenschaftsverbände sagen, es ist unfasslich, was da abgeht. Ja, aber grundsätzlich der richtige Weg. Also brauchen wir Stromkonzerne, die Milliarden verdienen und Geld anhäufen, um was weiß ich, was damit zu machen? Brauchen wir ja. Gut, Heil hat es ja schon gesagt, das Problem ist, dass halt die keine Lobby aufgenommen haben, das, man weiß ja, dass es ein starkes Privatabgeordneter ist oder einfach in dem Sinne handelt. Und es ist ja klar, das war jetzt über Jahrzehnte so gestrickt, dass man Großerzeugung aus das Ganze entwickelt hat. Und das passt halt in die Landschaft und das wollte ich nicht preisgeben. Ja. Energiekommissar Oettinger ist jeden Tag unterwegs, gut bezahlt, um das Gegenteil zu sagen von dem, was du meinst, das Richtige sei. Da werden wir schon zu den Speichern zurückgehen. Also diese Pumpspeicherwerke sind ja bekannt und dieses Gas und Power, das ist auch geläufig. Was ist denn sonst noch an Speichern am Horizont? Also es gibt natürlich vieles in der Schublade, was noch nicht die Marktreife erreicht hat. Und fast alles ist nur geeignet für Minuten oder sogar nur für Sekunden, auch langfristig bestenfalls für Stunden und Tage Kapazität zur Verfügung zu stellen. Also jetzt zum Beispiel, Roland, tut mir leid, vielleicht liege ich da anders als du, wenn man die ganzen deutschen Potenziale der Pumpspeicherung nimmt, ist das nur so viel, dass man einige Stunden den Bedarf versetzen könnte in Deutschland. Mehr gibt Pumpspeicherung nicht her, weil wir einfach die Topografie nicht haben. Bitte? Deswegen von der Gesamtleistung in Deutschland sicher in diesem Bereich. Deswegen haben wir die alle ihre Beteiligung in Österreich und in der Schweiz.
Ja. Also im Prinzip unter dem Gesichtspunkt der Dezentralität ist das natürlich eine hochinteressante Geschichte, vor allem die Kombination jetzt wie in Geildorf. Für jene, die es nicht wissen, in Geildorf gibt es eine Genossenschaft, die beabsichtigt oder hat schon die Baugenehmigung. Ich glaube, sie haben schon die Baugenehmigung. Ich weiß nicht, wie die geschnitten ist, aber die bauen zusammen mit Voith zwei Großwindkraftanlagen. Fünf sind jetzt in der Planung. Wo der Turm, der ja ein Riesenvolumen darstellt, als Oberbecken für ein Pumpspeicherwerk gedacht wird. Der Hintergrund ist der, dass an der, welcher Fluss ist das? Kocher in Geildorf. Dass am Kocher sowieso ein Unterbecken gebaut werden müsste als Regenrückhaltebecken. Und auf dem Hintergrund dieses Umstandes, was überhaupt nichts mit Energie zu tun hatte, hat da ein findiger Mann von Voith gesagt, ja Mensch, Platz wäre auch da von Oberbecken in Form des Turms einer Windkraftanlage. Und da gab es ja dann einen Volksentscheid in Geildorf und die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung hat das Projekt befürwortet und jetzt laufen die Planungen. Also ich denke, wo die Zahl hätten wir massig das ähnlich kombiniert zu machen. Bei jeder Windkraftanlage, wo du sagen wir, gute 100 Meter Felderständchen, das einen kleinen Locker machen. Das Problem ist halt einfach nur, dass man vom Ende her, vom Bezahl her, da momentan nicht rauskommt. Das ist das Problem. Der Strom, also die Vergütung, wo man da bräuchte, die müsste irgendwo bei 50, 60 Cent liegen. Das ist halt die Frage, wo. Also im kleinen lange vielleicht 50, 60 Cent, aber für eine Anlage wie Adorf, da rechnen die wahrscheinlich mit einem Dreifachen. Da kommen die nicht raus, dann steigert sich das Projekt um. Also ich gehe davon aus, es wird sein, wie mit den fünf erwähnten Techniken und Möglichkeiten der erneuerbaren Energien, die das Volk machen musste, weil es die Energieversorger nicht macht, denn die haben es bekämpft. Es wird mit den Speichern wahrscheinlich ähnlich sein. Wenn es uns gelingt, wenn das mit dem Genossenschaftswesen im Energiesektor so weitergeht, dann haben wir vielleicht auch mal die Kraft, indem sich mehrere Genossenschaften zusammenschließen und sagen, so und jetzt bauen wir einen elektrochemischen Speicher in ein Wohngebiet, wo auf jedem Dach schon eine Photovoltaikanlage ist und puffern dort dezentral. Als Beispiel gerade einfach, ich will einen Auto natürlich, ein Elektrofahrzeug. Also wenn ich gucke, dass der Renault demnächst so einen Leihwagen rausbringt, so ein 4-5-Sitzer, 30 Clio mit 200 Kilometer Reichweite, die meisten fahren am Tag 20, 30 Kilometer, wenn es hoch ist. Ja. Da ist ein ganzer Speicher am Rande. Ja. Also, das ist nicht mehr gesehen, das ist nicht entscheidend, liegen müssen.